Yo, check das aus, Leute. Hier ist die Kommentare-Kommentiershow. Die Kommi-Kommi-Show oder die Com-Com-Show mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ist mein Gast. Wir können zwar nichts, aber hey, hält uns das davon ab, eine Unterhaltungsshow zu moderieren? Nein! Also wenn wir beide schon mal was mit der gleichen Frau gehabt hätten, dann gibt es so einen versauten Ausdruck, der... Schwanzgeschwister, irgendwie sowas. Lochschwager. Lochschwager, genau. Niveau haben immer die anderen. Hey, da vorne sind Leute mit Niveau. Sie pfeifen hier rüber und brüllt doch mal irgendwie Pimmel oder so. Eine Zusammenfassung. Ich finde Tanzen, ich finde auch Musicals so ätzend. Das hasse ich ja in Hamburg, dass immer mehr Musicals da entstehen. Und jetzt bauen sie neben dem König der Löwen-Zelt noch ein Zelt, noch ein Musical-Zelt hin. Was kommt denn da rein? Grease oder... Hamburg, eine Stadt, gibt auf, das Musical. Weil ich finde, man sollte seine Gedanken nicht singen. Das ist so dumm einfach. Das mag ich überhaupt nicht. Wird es um mich dunkel? Wird es in mir still? Sehe ich ein Licht leuchten in der Ferne? Hey, kleiner Fratz auf dem Kinderrad. Mit dem Kindermund. Du bist ein kleiner Junge im Körper eines alten Mann ist. Du heißt Jan Böhmermann. Und ich fass dich an. Ich mach dich heute Nacht zu meiner Eisprinzessin. Du wirst morgen ganz komisch gehen. Aber meine Liebe versteht. Mein Gefühl ist so groß. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Denn Dicksein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Weißt du, es kommt eigentlich auf die inneren Werte an. Es kommt eigentlich auf die inneren Werte an. Außer wenn man fett ist. Und dann stehen da so eine Sachen über dich, wie zum Beispiel, hinter dem Quengeln von Böhmermann Richtung Hauptprogramm steckt von Anfang an die Unfähigkeit. Fähige Leute überzeugen mit kompetenten Leistungen. Da kann man dann hat er vielleicht noch einen langen Penis dazu. Ja, ich habe nämlich einen richtig langen Penis. Und zwar ist der so lang, von hier bis zum Mond und zurück. Ja, und noch mal wieder zum Mond, wieder hin und zurück und zurück. Der ist sehr lang. Ja, der ist mega fast lang. Der ist statisch. Also ich habe letztens den Penis Jan Böhmermann braucht nämlich keinen Gürtel für die Hose. Denk mal drüber nach. Und viele Leute kaufen sich im Sommer so eine Gardena-Schlauchrolle. Brauche ich auch alles überhaupt nicht. Ich kann quasi auf dem Balkon stehen und den Garten gießen, obwohl er sehr groß ist. Und überhaupt mal, mein Penis ist so groß, den hat eine Statikerin überprüfen lassen vor kurzem und sie sagt, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass es überhaupt hält. So groß ist der. So groß ist der, ne? Es geht nicht. Und weißt du was, Prinz Geil? Heißt der wirklich Prinz Geil? Ja, und ich bin nämlich auch viel geiler als du. Und ja, und der hat nämlich auch noch nie was über dich geschrieben, weil der keine Zeit hat dafür. Ja, weil ich nämlich beschäftigt bin, um meinen Penis zu pflegen. Ja, genau. Sehr lang. Mit so Pfeifenreinigern und Geschirrbürsten macht. Und der hat sogar für seinen Penis eine eigene so eine Lackierung. Die ist ja, dafür. Genau. Die gibt's im Bauhaus. Genau. Die ist richtig mit zwei Phasenlackierung und so, mit Effektlack. Ja. Da kannst du was raufkippen und das perlt ab. Würdest du sagen, ich bin stolz, ein Wuppertaler zu sein? Also ich sag ja immer, home is where the heart is. Yes. Deswegen ist gerade mein Home auf eurem Schiff auf der Weser. Aber natürlich ist insgesamt wir müssen uns, Olli, du kannst nicht auf der einen Seite hier eine ernsthafte Gesprächsführung einfordern. Ja, aber das ist so langweilig gerade. Kaltherzig. Ich habe meine begrenzte Lebenszeit. Ich kann nicht mir anhören, was in Wuppertal interessant ist, wenn ich sowieso nie da einfahre. Und so. Das geht nicht. Meine Zeit ist kostbar. Aber wo ist der Olli Schulz, den ich so schätzen und lieben gelernt habe? Der Olli ist Schulz, doch noch da! Nein, aber der Olli Schulz, Angel, hör auf! Der Olli Schulz, der auf die Gefühle der Menschen Rücksicht genommen hat, der auch mal gefragt hat, wie geht's dir? Ist doch noch da, wie geht's dir? Nein, der ist hinter so einer toten Massenartigen. Du bist nicht mehr. Das stimmt nicht. Olli, du bist nicht mehr in dir drin. Das stimmt gar nicht. Olli, komm raus! Gib Olli frei! Du Monster! Gib Olli frei! Da bin ich. Du bist nicht mehr da, Olli. Ich wollte. Olli ist nicht mehr da. Olli ist nicht mehr da. Olli ist nicht du mehr da. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein sein und riefst bei mir an. Wir waren bloß Freunde und wollten es auch bleiben. Hab nicht dran gedacht, dass was passieren kann. War ich weiß nicht für ewig, bin zwei und schon kennen. Meine Eltern sind mit meinen damals Segeln gefahren. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Hab ich doch beim Tanzen schon so oft berührt. Jetzt ist alles neu. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert.
hat schon gemacht. In der Leitung 2 Bayern, muss man leider sagen. Es gibt wirklich leider Menschen, die das Schicksal hart getroffen hat. Menschen aus Bayern. Was bedeutet für dich Heimat? Ist Heimat gleichzusetzen mit einem Stolz auf die Herkunft, wo man herkommt, Nationalgefühl? Kann man das alles unter einem Hut bringen oder geht es gar nicht? Vor allem, wenn man in diesem schwierigen Land lebt. Also erstmal, Bayern ist kein schwieriges Land. Ja, ich finde, Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Ich glaube, wir haben ein tierisches Delay. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Das war ein tolles Gespräch. Vertrau mir da ruhig, da ist ja durchaus Talent im Spiel. Wäre doch schade drum. Warum soll man dir vertrauen, Thomas Hoff? Du bist dein ganzes Leben lang nur weggelaufen. Du hast ihn noch nie gerade gemacht. Ja, da muss man noch nicht mal was zu sagen. Ja, und bei Facebook irgendwelche großen Reden schwingen. Und ehrlich gesagt, selbst wenn der Ausflug im Hauptprogramm nur kurz ist, es kriegt wenigstens immer noch länger als dein Pimmel. Ganz kurz, das ist der Martin. Kleinen Applaus für den Martin, das ist unser... Wann musst du denn zurück nach Deutschland? Ende des Jahres. In 5 Jahren? Bitte, am Ende des Jahres. Ende des Jahres. Und meinst du, du wirst die Schotten ein bisschen vermissen? Du? Ich glaube schon, ja. Komm zurück zu uns. Wir warten auf dich. Einsame Moderatoren mit Lackanzügen unter ihren normalen Kleidungsklamotten warten auf dich. Annika, ich muss mich in aller Form als Moderator der Sendung dafür entschuldigen, dass du von unserem Gast so mit so wenig Respekt behandelt wurdest. Ich finde das toll, was Annika sagt. Aber man kann es auch mal fröhlich gestalten. Du bist immer so tiefenpsychologisch. Wenn ihr ein Problem habt, dann ruft gerne an 0880 5x5. Annika, wir stellen dich jetzt mal durch zu unserem Psychologen und der gibt dir dann eine Adresse von einer Selbsthilfegruppe in Schottland. Wie du mit der Annika eben umgegangen bist, das ist einfach scheiße, ist das. Das ist einfach scheiße. Weiß was, ich mach jetzt nichts mehr, ich bin jetzt raus. Wenn das jetzt die böse Sache war, bin ich raus, echt. Du wolltest auch keine Freunde mehr einladen in die Sendung, hast du mal gesagt. Wir sind keine Freunde! Oh. Ronny Räuberson, ist der jetzt schwul oder was? Wer Ronny Räuberson oder was? Ja, weil, nee, er hat letzte, es gibt, weil ich nicht so heteronormativ auftrete wie alle anderen. Wir sind zwei androgyne Fische. Ist doch egal, wir leben im Jahr 2014 und es ist hier nicht ISIS, sondern immer noch Deutschland. Ja. Und na und? Oder warum nicht? Why not? Why not? Why not? Why not? Ich finde Menschen nicht so geil, egal welche Hautfarbe. Das ist einfach. Viele Menschen sind einfach auch komisch, finde ich. Und so gleich. Und ich werde gerade ganz depressiv hier. Wollen wir mal Anrufer rannehmen, um dieses kreative Loch kurz zu stopfen? Sag mal, weinst du? Oder ist das Beate, die an deiner Nasenspitze klebt? Nein. Sag mal, weinst du? Oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? So, sag mal, weinst du etwa oder ist das ein Popel, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Popel weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. Und in dem Moment, wo sie sich küssen wollen, da geht das Licht an und dann ist der Uwe halt wieder weg, weil er ist ja tot. Ah, okay. Das ist jetzt so und dann kommt, tot ist tot. Na, 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 na. Ja. Wir versuchen einfach den Wahnsinn dieser dummen Scheißwelt mit Humor zu kompensieren. Ja, genau. Worüber soll man sich denn sonst lustig machen, wenn nicht auf Kosten anderer? Ja, auf Kosten anderer ist immer jemand, der ein Opfer ist. Ja. Aber letztlich ist das auch, man fühlt sich auch, ja, das liegt aber daran, weil wir zum Beispiel, wir beide, wir waren immer Opfer. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, in die Kamera zu sprechen, jetzt seid ihr alle Opfer. Genau. So ist es nämlich. So, haha. Da bleibt euch das Lachen im Halse stecken, denkt da mal drüber nach. Aber wir sitzen hier und ihr sitzt da. Ja. Wir können sagen, was wir wollen, zum Beispiel. Wir haben ein ganzes Publikum nur mit Frauen gefüllt, die alle darauf warten, dass wir dann noch gleich mal hinkommen und mal gucken, irgendwie. Ja, wir können was alle anbieten. Ja, und es ist nicht so, dass da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ist nicht so, dass das Hochmut vor dem Fall kommt? Natürlich nicht, hier geht keiner ungefickt aus dem Fernsehstudio heute. Olli redet. Sendung ist gleich vorbei. Hallo. Na, wer ist denn da? Ich heiße auch Olli. Cool, du heißt auch Olli. Und bist du auch einsam? Momentan nein, nicht so wirklich. Der Jan, der schläft schon. Wenn du willst, komm hierher, dann ziehen wir ihn aus und malen ihn an mit Edding. Und schaut alle ARD und vielleicht werden wir eines Tages die Sendung mal kürzen, uns ein Konzept einfallen lassen, unsere Redaktion anschaffen, ein paar schlechte Mitarbeiter rausschmeißen, ein paar gute einstellen und eines Tages wird es vielleicht sogar eine richtige Sendung. Wer weiß, mit dem richtigen Publikum. Vielleicht sieht es eines Tages mal einer, ich glaube nicht, aber vielleicht. Good girl.
gerade unseren Kuss. Du schreibst bestimmt Promiflash, Olli Schulz und Jan Böhmermann jetzt fest zusammen? Mit einem Fragezeichen am Ende kann man alles schreiben. Tschüss. Darf ich denn zum Schluss noch ein paar Leute grüßen? Nein, absolut nicht. Ciao, Christian.